Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich bin jetzt nicht ganz da, wo ich eigentlich sein wollte. Ich wollte mal schauen, was das hier oben war. Ich bin hier zu Gaias Seele gereist per Schnellreise und wollte hier eigentlich noch ein paar Sachen einsammeln. Kessel der Kirke, weiß ich jetzt nicht genau. Ich schätze mal, dass ich das einsammeln kann. Und habe jetzt hier gerade zufällig was im Hintergrund gesehen. Ich denke, das ist ein Reittier, was man zähmen kann. Deswegen habe ich euch jetzt direkt hinzugeschaltet. Ja, es ist ein Pferd. Okay. Und werde jetzt mal versuchen, das zu zähmen. Es steht hier mitten im Wasser. Das ist ja krass. Frage ist jetzt, ist das normal? Oh, ich krieg gar keinen. Bin ich jetzt noch am Schleichen? Ich glaube nicht, oder? Ist das jetzt ein legendäres? Das sieht so geil aus irgendwie. Hallo. Hallo. Alles okay? Alles okay, mein Bester? Nein, ich bin kein Krokodil. Ich will dich nur zähmen. Alles gut. Alles gut. Ich bin gar nicht da. Yes! Oh, wie cool ist das denn? Das sieht aber mal richtig schön aus. Und da stand hier einfach so mitten im Wasser rum. Das ist ja krass. Da muss ich direkt mal ein Bild von machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich gehe euch damit auf die Nerven, aber ich kann auch nichts dafür. Nee, so ein bisschen. Genau. So, zack. Das sieht ja schön aus. Ich mag Blau eigentlich nicht so. Ach so, kann man runtergehen. Das war's. Ich mag Blau eigentlich nicht so. Aber ja, ich finde das Pferd doch sehr schön. Und ich mache ja auch immer da ein Foto, wo ich dann die Tiere gefunden habe, damit ich es später dann auch nochmal weiß. Ja, das ist ja cool. Da ist auch noch was zum Einsammeln hier. Zack. Genau, perfekt. Ja, dann wisst ihr schon mal, wo man dieses Tier holen kann. Richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, dass ich mich dann aufmache hier zur Quest. Ich weiß nicht, ob das weit entfernt ist. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Das ist da. Doch, das sind doch noch ein paar hundert Meter. Das reitet so schön durchs Wasser hier. Das ist doch mal geil. Haben die Bären mich gerade erschreckt, aber die sind alle nett hier. Die Gegend hier, die mag ich. Da muss ich die Bären wenigstens nicht töten, wenn die alle lieb sind. Ja, ich würde sagen, dass ich mal eben dahin laufe und euch dann gleich wieder hinzuhole. So, ja, besonders viel war das jetzt nicht, was ich rausgeschnitten habe. Ich bin eigentlich von da hinten, wo der Baum war, etwa gekommen. Die Frage ist jetzt nur, da steht, das ist unten. Das. Ach du Scheiße. Okay. Also hier. Ach so. Der zeigt mir an, dass hier ein legendäres Tier ist. Ach, das habe ich jetzt so gar nicht verstanden. Also genau hier, wo ich es euch gerade gezeigt habe, unten, das ist eine legendäre Bärin. Das würde ich da ganz gerne. Erkennst du Callisto wieder, Zeus? Sie war eine so lebhafte Frau. Schlimm, dass Hera sie in eine Bärin verwandelt hat. Callisto? Ja, fast so schlimm wie du, als du Callisto zu einer Romanze verführt hast, indem du dich als Artemis ausgabst. An ein bisschen Pfeil und Bogen ist doch nichts verkehrt. Ich wusste ja nicht, dass Hera es herausfindet. Sie findet es immer raus. Jedes Mal, Zeus. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, weich doch mal aus. Okay, die ist langsam, aber sie ist stark. Okay. Einmal. Boah, komm schon.
Nein, weich aus! Oh, was ist das? Was ist das? Ist sie jetzt gar nicht mehr angreifbar, oder wie? Oder ist sie jetzt speziell geschützt? Boah. Scheiße. Vielleicht hätte ich sie auch angreifen können. Ich weiß nicht. Sie hatte... Und so sie war so rot. Alle mythischen Bestien besiegt. Aphrodite würde das sicher gefallen. Der Phosphorvogel. Den möchte ich mir mal eben angucken. Wo kann ich das? Da. Der sieht ja auch nicht schlecht aus. Der sieht zwar jetzt nicht mehr nach Phönix aus, aber der sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich möchte einen Phönix dabei haben, oder? Wir nehmen den Phosphorvogel. Ich finde den irgendwie schön. Ich finde den wirklich schön. Ja, und jetzt sollen wir zu Aphrodite zurückkehren, okay? So, dann sagen wir mal... Sag mir mal, wo sie ist, wollte ich eigentlich sagen. Ach ja, klar, die ist ja... Genau. Wieso kann ich da nicht hinporten? Hallo? Wieso gibt es hier jetzt gerade keine Schnellreise? Leute? Nein, ich will kein Bild. Ich will zur Halle. Symbole durchschalten. Wieso kann ich nicht dahin schnell reisen? Was ist das denn für ein Quatsch? Oder ist das, weil ich in dem Gebiet hier bin? Nee, oder? Nochmal eben probieren. Kehre zu Aphrodite zurück. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Zu viele Elektra? So, Aphrodite. Ich habe Typhonskreaturen besiegt, wie du wolltest. Oh, schön zu hören. Du hast nicht zufällig ihre Felle mitgenommen? Ich könnte einen neuen Mantel gebrauchen. Nein, habe ich nicht. Ich sammle sie einfach selbst ein. Diese Kreaturen waren scheußlich, aber ihr Fell ganz wunderbar. Du wolltest aber nicht, dass ich sie nur wegen ihrer Felle töte, oder? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Hermes, die Felle sind bereit. Na endlich! Bitte schön, Phönix. Eine Belohnung. Ein neuer Helm. Da schauen wir doch gleich mal nach. So, plus 48 Schaden für 6 Sekunden nach einem Heiltrank. Ja toll, da kann ich nicht allzu viel mit anfangen, weil ich möchte ja vermeiden, dass ich Heiltränke nehmen muss. Okay, dann bleiben wir natürlich weiterhin auf den Schaden der Luft. Achso, das war jetzt das eine Pferd. Wir haben schon 5 Pferde, wovon 4 legendär sind. Also ich gehe davon aus, dass die alle legendär sind. Ja klar, doch, die haben ja unten diese 3 Ausdauer dran, also müssen die legendär sein. Das ist wirklich krass. Die Frage ist, ich würde gerne mal schauen, ob wir eventuell... ob wir eventuell noch hier ein paar Tiere finden. Weil ich bin so blöd. Ich habe ja mal unterwegs irgendwann so Hirsche oder sowas gesehen. Und ich denke, dass man die auch zähmen kann. Mein Problem ist jetzt nur, ich habe keine Ahnung, wo das war. Wo ich diese Hirsche gesehen habe. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt noch mal ein bisschen in der Welt umsehe. Und das... wir noch mal nach dem neuen Helm schauen, den wir jetzt gerade bekommen haben. Der aber hier nicht drin steht. Da ist nur der drin. Hä? Oder ist das jetzt nur so ein optischer Helm gerade gewesen? Das kann natürlich auch sein. Ja gut. Also ich würde sagen, dass ich mich jetzt hier mal in der Welt noch ein bisschen umschaue und dann schalte ich euch hinzu, wenn ich welche gefunden habe. Ansonsten machen wir gleich mit der nächsten Aufgabe weiter. Bis gleich.
Jetzt werdet ihr alle eure Ernsthaft? Da! Ja, ich habe sie gefunden. Weil ich da jetzt nicht so direkt landen möchte. So, mal eben schauen, wo wir jetzt eigentlich sind. Hier, in der Nähe von dem Gewölbe, Hilfe für die Anemoi. Also sprich, ja, im Prinzip hier, wo wir rübergegangen sind. Das hatte ich nämlich noch im Kopf, dass wir die irgendwo mal gefunden haben, nachdem wir hier das Gebiet gewechselt haben. Und ich habe keine Ahnung, das sind irgendwelche Hirsche. Hi. Komm her. Mein Süßer. Hallo. Bin auch ganz lieb. Yes. Windröschen. Du bist ein Windröschen. Das ist so mal ein schöner Name. Jetzt brauchen wir hier nur noch eine schöne Position. So, damit wir das Ganze auch nochmal fotografieren können. Also fotografieren ist natürlich relativ, aber nochmal Bild machen können. So, als Erinnerung auch für mich. Und wenn ihr vielleicht das Spiel selber spielt, dann könnt ihr euch die Fotos angucken, sofern ihr den Online-Zugang habt. Und dann seht ihr das auch bei euch hier auf der Karte. Jetzt kann ich das gerade nicht durchschalten, doch. Da ist dann ein Foto von mir, von der Gameplayerin, wo ich das Tier gefunden habe. Das nur so als kleiner Tipp, wenn ihr mal was suchen solltet. Ja, perfekt. Wo könnte denn jetzt noch was sein? Ich meine, habe ich irgendwo noch mal was gesehen? Als ich hier unterwegs bin, hatte ich hier nicht irgendwo was gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter schauen, ob ich hier was finde. Ich denke mal, dass mehr als ein oder zwei Reittiere hier zu finden sind. Sollte ich nichts finden, sehen wir uns gleich mit der nächsten Quest wieder. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade geguckt, ich war nämlich am Überlegen, ich meine, ich war mal hier bei der Lyra irgendwo und hätte mal welche gesehen. Da habe ich gedacht, ich habe ein Foto gemacht, aber jemand anderes hat hier ein Bild gemacht. Jetzt hoffe ich, dass dieses Tier auch da ist, weil ich denke, dass das ein legendäres Tier ist. Ich reiß mal schnell dahin. So, da sind wir jetzt. Die Frage ist jetzt nur, in welche Richtung gucke ich jetzt gerade? Ja, das dachte ich mir schon. Ich gucke nämlich genau zur falschen Seite. Das heißt, da hinten stehen Pferde. Ach, dann habe ich die Pferde wahrscheinlich im Kopf gehabt. Weil die hatte ich definitiv. Alles gut. Genau, die hatte ich nämlich gezähmt. Da kann ich jetzt aufsitzen. Die Frage ist jetzt, das wäre jetzt genau hier gewesen, wo eigentlich das andere Pferd wäre. Aber wahrscheinlich hat hier nur einer ein Bild von einem legendären Pferd gemacht, was er jetzt hier nicht gefunden hat, nehme ich mal an. Ich schaue hier nochmal so ein bisschen in der Gegend rum, aber ich denke, das wird dann eine Nullnummer werden. Ja. Hinten ist auch nichts. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon wieder eins im Wasser steht, oder? Normalerweise habe ich da eigentlich ein recht gutes Auge für. Man muss aber auch dazu sagen, die sind auch sehr gut erkennbar, wenn sie in der Ferne stehen. Deswegen, das ist schon echt gut gemacht. Ja, schade. Hier sind jetzt leider nur die Pferde. Ist aber nicht schlimm, weil wenigstens wisst ihr jetzt, wo man die Pferde holen kann. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um und mit ein bisschen Glück finden wir vielleicht noch was anderes. So, wir befinden uns jetzt hier in der Nähe von der Quest. Ich muss nur mal schauen. Ich glaube, ich muss da jetzt in dieses Brachland rüber. Oh, oh. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn ich da jetzt allerdings reinfliege, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Dann hauen die bestimmt ab. Gehen wir mal in die Richtung. So. Die Höhle des Krieges. Okay.
Ja, hallo. Ich würde dich gerne zähmen. Ja, alles gut, alles gut. Ihr seid so schön farbig mit dem Hintergrund verbunden, jetzt so in der Abendröte. Yes. Perfekt, sage ich nur. Guck mal zu mir rüber. Ja, so ist auch okay. Moment. Ein bisschen tiefer und ein bisschen näher, damit man überhaupt auch was sieht. Zack. Dieses Pferd, ja, haben wir jetzt gerade eigentlich auf dem Weg zur Quest bekommen. Und zwar ist das hier da, wo wir eigentlich schon so ein bisschen in die Höhle des Krieges drin sind. Jetzt bin ich gerade mal am Gucken. Wir müssen in die Richtung. Da hinten sind allerdings auch noch Gegner. Wir sollen nämlich schauen, was es hier mit Typhons Raserei auf sich hat. Das werden wir dann mal eben machen. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Na komm. Oben drauf oder wie? Ich höre da doch irgendjemanden. Okay. Auf dem Weg fand Phoenix eine bröckelnde Mauer, die Typhons Wut zum Opfer gefallen war. In den Ruinen bemerkte sie etwas. Buh! Ah! Das wird nie langweilig. Hallo, meine Heldin. Was machst du denn hier, wenn du denkst, du könntest mir nochmal mein Zeug klauen? Ich hab mich entschuldigt. Und dein Zeug ist übertrieben. Das meiste hast du irgendwo gefunden. Oh. Das war mal der angesagteste Ort auf der Insel. Die Feste, die wir hier gefeiert haben. So viele gute Erinnerungen wurden von Typhon in Staub und Asche verwandelt. Wo wir gerade von dem Unhold reden, da ich mich selbstlos bereit erklärt habe, dir zu helfen... Hast du? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht viel von dem verstanden, was das Orakel gesagt hat. Weises Kind? Ein Zuhause zum Lohne? Was soll das? Was sollen wir überhaupt tun? Tja, ein paar mehr Details könnten nicht schaden. Ganz genau. Also fragen wir natürlich Apollon. Als Gott der Prophezeiung muss er unser Schicksal kennen. Oder, naja, zumindest eine vage Ahnung haben. Gut, aber wir klauen nichts für irgendwelche Opfergaben. Natürlich klauen wir nicht nichts. Folgendes. Aha. Apollon kommt leider nicht mehr auf diese Insel. Das Gute daran, Typhon hat ihn nicht gekriegt. Das Schlechte, er ist halt nicht hier. Und wie... Es gibt einen Weg. Dafür brauchen wir mich, dich, ein paar Monster und drei magische Steine. Na, klingt das nicht nach Spaß? Für wen? Vielleicht... Gut. Wir treffen uns beim großen Baum im Tal des ewigen Frühlings, sobald du alle hast. Halt, was? Ich soll deine verlorenen Sachen finden? Ich rede mit Luft. Mit sowas gibt sich die Jugend heute ab. Magische Steine? Magie findet sich in den kleinsten Dingen. Sogar in Steinen. Ich dachte zuerst, dass das wieder ein Weltboss ist, aber da der da unten mit den anderen rumlungert, glaube ich, ist das nur ein großer Gegner hier. Deswegen würde ich jetzt schon fast sagen, den machen wir jetzt gerade erstmal nicht. Da hinten sehe ich noch was Lilanes blinzeln. Blinzeln vor allen Dingen. Gut, wir müssen hier drei magische Steine holen. Tja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich schneller gehen, als die ganzen Quests jetzt erstmal mit Hades zu machen. Weil eigentlich hatte ich ja gesagt, dass wir dann, wenn wir hier weitergehen, als nächstes die Quests mit Hades machen.
jetzt sollen wir die Steine besorgen. Tja. Also was ich gerne noch machen würde, ist auf jeden Fall die Gegend hier freilegen. Das heißt, die Gegend um Hades freilegen. Erkunde die Region von Ares Dator, genau. Habe ich jetzt Hades gesagt? Ich meinte natürlich Ares. Das würde ich gerne noch machen. Ich würde die Schmiedelande gerne noch freilegen. Ich denke mal, das ist dann hier, genau. Und ich würde gerne hier den Hain des Kleos noch freilegen. Ich denke mal, der Königsgipfel, wie gesagt, wird dann ganz am Ende kommen. Und die Tore des Tartarus gehe ich mal stark davon aus, dass das erst später sein wird. Ich würde sagen, dass ich die Bereiche dann in der nächsten Folge erstmal freilegen werde, damit wir da auch ein bisschen mehr sehen, was wir eigentlich machen können und wo wir hin können und so weiter. Und dass ich mich dann, wenn ich die Sachen freigelegt habe, darum kümmere, diese drei magischen Steine zu holen. Ich werde mal schauen, wenn es zu lange dauert, werde ich dann die Stellen zwischendurch, wenn ich am Laufen bin, ein bisschen rausschneiden. Wenn irgendwas Interessantes passiert, klar, dann lasse ich das natürlich drin, wenn ich auf größere Gegner stoße oder ähnliches. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich denke mal, dass das mit den magischen Steinen eine etwas längerfristigere Aufgabe sein wird. Vielleicht auch mit größeren Gegnern oder wie auch immer. Deswegen werde ich das definitiv in dieser Folge nicht mehr machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.